His name is Redstone. Moinsen, Tag 1. Ich habe das erste Video gestern aufgenommen, aber ich habe heute schon angefangen, noch den Rest wegzuräumen. Also kommt jetzt einfach schon was. Und zwar muss dieses ganze Holz hier jetzt raus. Ich habe das kleine Ritzel aufs Mofa gepackt, damit ich das Zeugs mit dem Anhänger zu meinen Großeltern hochtransportieren kann. Dort. Ja, mal schauen, ich fülle den jetzt erstmal und gehe mal hoch. Moinsen, Tag 2. Ich bin gestern nicht weit gekommen. Ich meine, ich habe bis 11 Uhr abends habe ich hier Holz hin und her gekarrt, aber das ist so viel. Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen weiter und hoffe, dass ich die ganze hier heute alle fertig wegräumen kann. Mal sehen. Tschüss. Nächster Tag. Ich bin immer noch fertig geworden. Wir haben jetzt hier leer und den Haufen hier noch. Gefüllt war etwa bis hier, also irgendwie sowas. Also irgendwie die Hälfte oder so ist jetzt erst. Wir gehen gleich noch Material für den Boden einkaufen und der weitere Plan ist jetzt mal das Holz fertig wegräumen. Und wenn hier mal alles weg ist, also alles, nicht nur das Holz, kann man auch die, die Bretter hier am Boden, den kompletten Boden anheben und drunter wegwischen, weil die sind, glaube ich, nicht festgenagelt. Weil, ja, ist nicht gerade. Vorerst mal schon wieder, es ist jetzt Sonntag. Ich habe die Kamera kein einziges Mal in die Finger genommen, wo wir einkaufen gehen waren, weil es nichts zu filmen gab. Brauchen wir jetzt viel später. Das Einzige, was wir eigentlich gekauft haben, ist das hier. Ist irgendwo offen, vielleicht? Hier. Da sieht man ein bisschen so Platten. Die kommen schlussendlich hier auf den Boden als Isolation. Mit anderen Worten ist eigentlich nicht viel passiert gestern. Wir haben Isolation gekauft, ich habe nochmal ein bisschen Holz weggeräumt, wenn auch nicht viel. Rasen gemäht. Ich habe noch 2 Stunden lang Rasen gemäht. Ich schaffe jetzt hoffentlich, es ist jetzt Mittag, ich habe heute genügend Zeit, also ich schaffe jetzt hoffentlich endlich das restliche Holz alles wegzuführen. Mal schauen. Vorerst mal wieder schwimmen. Donnerstagabend, Freitagabend, Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag. Nach etwa 18 Stunden ist das Holz endlich weg. Schränke, Holz. Noch mehr Holz, aber brauchbares halt noch. Ein Laubbläser. Ich habe gerade eine Idee. Musste gerade sein. Fenster stehen schon rum hier. Ja dann, Sonntagabend erstmal. Tschüss Forest. So, eine Woche später, wir fahren weiter da hinten mit Scheiße wegräumen. Ein Haufen ist schon gemacht, aber nicht allzu viel. Ich mache das Intro gerade hier, weil ich weiß, dass ein gewisser jemand lieber nicht drauf ist auf dem Video. Ich film da hinten. Ich gehe jetzt nach hinten und mache wahrscheinlich einen Zeitraffer. Kein Plan, wie weit wir kommen, mal schauen. No limits, we'll reach for the sky. No valley too deep, no mountain too high. No limits, we'll give up the fight. We do what we want, and we do it with pride.
gefühlt 3 Wochen her. Warte, ich glaube, das ist wirklich 3 Wochen her. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, es geht jetzt weiter. Ich weiß gerade nicht, wie weit wir waren, als ich das letzte Mal gefilmt habe. Aber ich glaube, irgendwie sowas schon. Ich habe jetzt endlich eine Woche Ferien und werde wahrscheinlich die Woche ziemlich oft hier dran machen. Jetzt, als erstes muss erstmal noch mehr Holz weg. Hier ist immer noch Holz. Ich weiß nicht, warum hier immer noch Holz ist. Ja, auf jeden Fall, wenn das ganze Holz hier mal weg ist, kann ich hier noch ein bisschen Zeugs wegräumen. Wenn mal alles weggeräumt ist hier gleich, komme ich als erstes zu diesem Boden hier. Warte, wie siehst du Holzlatte hoch? Oh, for fuck's. Ich weiß das Wort gerade nicht, die Dinger hier anheben. Danke für den Lärm. Ja, die Dinger hier anheben, gut drunter wegwischen, damit kein Dreck und Staub mehr runterfällt, wenn wir hier mal angefangen haben. Auch damit die schön sauber sind. Danach schauen, ob die leicht gegen unten gebogen sind, ob man die eventuell umdrehen könnte, damit die sich ein bisschen setzen und eventuell ein bisschen gerader werden. Und wenn das irgendwann mal gemacht ist, kann man anfangen, die Isolation hier auf den Boden anzupassen. So, haben wir für den Rest jetzt ein bisschen anderes Gefährt besorgt. Geht dann einfacher. Ich soll das Holz gleich zerkleinern und entsorgen gehen, somit kann ich jetzt noch nicht hier weiterfahren, scheiße. Rote brasilianische Kaburauer ist mein Lobbläser. Holz zerkleinern, in den Wald führen und dann geht's hinten weiter. Ich habe bei meinen Großeltern noch Laub weggeräumt. Es ist jetzt Abend, ich kann mich nicht konzentrieren, deshalb bin ich jetzt immer noch nirgendwo. Ja, also, Holz ist weg. Holz draußen ist auch weg. Als nächstes fange ich an mit staublos werden. Okay, das könnte jetzt nochmal noch was werden. Ich glaube, ich mache das mit dem Kompressor zu. Ich fange an mit dem Kompressor überall runterblasen, wo ich das irgendwo irgendwie runterkriege. Danach fange ich mit dem Boden an. Bretter weg, drunter wegwischen. Dann fahre ich hier vorne weiter. Dasselbe noch einmal hier. Dann demontiere ich noch das hier und den Teppich. Und dann mal schauen, wie weit ich noch komme. Musik an, Zeitraffer an und schüpp. So, schon wieder ein Tag vorbei. Immerhin, unter den Brettern ist überall sauber. Das ist jetzt perfekt. Was jetzt noch fehlt, ist, hier hinten kommen neue Bretter hin, durchgehend bis nach vorne, und das hier muss noch weg. Das mit den Brettern hier kann ich noch nicht machen, weil die fehlen noch, aber ich kann dann bereits anfangen mit... Danke für den Lärm, Alter. Ich kann dann bereits anfangen mit der Isolation hier. Ich kann die... Das Zimmer wird schlussendlich bis hier gehen. Aber weil wir hier die Bretter noch austauschen müssen, kann ich nur bis irgendwo hier anfangen mit der Isolation. Was wir vorher noch machen, ist die Bretter an den Balken festschrauben, weil... Ich weiß nicht, ob man das... Nee, ich glaube, ich kann das gerade nirgends zeigen. Wobei... Ja. Doch, hier, genau. Das ist ein Absatz. Liegt aber daran, dass die Bretter sich gekrümmt haben, nicht daran, dass die unterschiedlich dick sind. Deshalb fange ich jetzt erstmal dort hinten an, das Zeugs wegzuräumen.
Danach schneide ich mir noch Distanzscheiben aus Holz zu. Es hat einige Stellen, wo man etwas unterlegen muss, damit sie auf die gleiche Höhe kommen. Ich glaube, hier ist eine. Ja, genau. Die hier sind beide fest. Und trotzdem ist der tiefer. Dann schraube ich die fest und dann kommt die Isolation drauf. Okay, vorerst mal wieder Tschüss. No limits in loud, cause there's much crowd. Microphone check as I choose my route. I'm playing on a road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No village too deep, no mountain to high. Huch! I reach the top, touch the sky. You try to diss me, cause I sell out. I'm making techno and I am proud. Und weg ist die Sache. So, jetzt geht's weiter mit Schrauben. Ich wollte gerade anfangen. Überraschung, wir haben nur diesen kleinen Kessel voller random Schrauben und der Rest, was hier schön in den Kisten ist, die noch voll sind, sind alles Nägel. Jetzt kann ich erstmal Schrauben kaufen gehen. Yeah! So, jetzt aber.